Der Winter kommt oder der Winter naht oder der Winter ist schon da. Und damit herzlich willkommen zurück zu Die Gilde 2 Renaissance. Ja, Horst, ich meine, Quinn sitzt immer noch, ne, sitzt nicht mehr beim Zahnarzt. Will er mich verarschen? Wofür habe ich den denn zum Doc geschickt? Ernsthaft? Was suchen die? Giftdolche. Die brauchen eine Menge davon. So. Kannst du dich jetzt mal bitte behandeln lassen hier? Was war jetzt? Hat wieder irgendein Bettler, ne? Was ist denn hier? Meine Fresse. Nicht-Angriffspakt auf neutral. So. Kann mich jetzt mal bitte jemand behandeln? Ist ja jetzt nicht so, dass ich das aus Spaß mache hier, ne? Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal eben um. Politik. Kerkervogt ist frei. Kann ich mich darauf bewerben? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Bewerbungskosten. Aber vielleicht rutscht einer von den beiden hoch. Am besten der, bei dem haben wir noch ein bisschen mehr Ruf. Warum der uns jetzt nicht leiden kann? Vielleicht kann der niemanden leiden. Müssen wir mal schauen, im Auge behalten. Tagebuch Wohlstand. Gewinn und Verlust Herbst 1408. Einnahmen 327. Aber ich glaube, das ist tatsächlich. Aber wir haben doch im Herbst mehr Gewinn gemacht. Verstehe ich jetzt nicht. Bestechung 10 oder ist das nur. Aber wir haben doch im Herbst viel mehr verkauft. Muss man jetzt nicht verstehen. So, bist du jetzt geheilt? Ernsthaft? Ernsthaft? Der Doc hat So immer noch gut wie nichts gemacht? erledigt. Spielhilfe. Ein hohes Geheimwissen-Talent, ja. Ein glücklicher Zufall verhindert er einen Anschlag auf ein Gebäude von Gildenvorsteherin Dominika Ehrmantraut. Dominikas Dank ist euch gewiss. Die Gildenmeister, wieder die Ehrmantraut-Chef Gehieber Zwatzki. Da tut sich nicht wirklich viel. Was ist denn hier nicht in Ordnung? Wenn er jetzt wieder schief geht, dann schicken wir den gleich hier zu. Ach, weg. So. Oh, hier muss mal wieder gescheffelt werden. Ihr zwei. Ja. Ja. Du mich auch. Eigentlich können wir die auch alle. Ne, davon haben wir. Oh, Ja. die sind auch weg. Schön. 10, und dann setzen wir die 5 auch mal rein. Ja, kommt ja richtig was zusammen. Ist was? Hauptsache, er lässt sich jetzt hier mal behandeln. Warum schicke ich den zum Medikus, wenn er eh kein Arzt ist? In der Jauchegrube blinzelt euch doch tatsächlich eine Goldmünze zu. Werdet ihr danach greifen? Ja, sicher. Wäre es nicht gerade so, dass ich Adliger bin, der sich dafür schämen müsste, dass er in der Jauche rumwühlt? Hallo, gibt es hier auch Ohne Fleiß kein Ärzte? Preis. Seid gegrüßt. Gibt es auf dem Ich Markt irgendwas? glaube, ich bin krank. Duft und Dann Kraut. lasst mich mal sehen. Medizinflasche. Könnt ihr sie kurieren? Gottes Segen, schlimmste Krankheiten zu heilen. Studierter Na Arzt dann schon. kann. Bla 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 bla. Glaube versetzt Mittel Der ist nicht Kirchenzehnt trotzdem wurde Brand. geändert. Ja. Brandwunden brauche ich jetzt gerade nicht. Ich brauche gegen diese komische Zahnfäule. Eisenwaren, gebe dir eine Zange. Kirchenzehnt geändert. Spielhilfe Diplomatie. Wieder auf neutral bei irgendjemandem. Okay. Speisen. Guck mal, wir können der Ollen gleich mal irgendwie was Leckeres kaufen hier. Tut das hier weh? Pilzkorb. Dann scheint der Knochen wohl gebrochen. Obstkorb. Ihr seht besser aus als so manch anderer Mann. Das So. ist ein Knochenbruch. Jammert nicht, das Vielen Dank heilt für eure wieder. Worte, meine Dame. Bin ich jetzt gesund? Bin ich nicht. Zwangsheirat vollziehen, auch schön. Handwerker suchen Waren. Oh, fuck, da hätte ich vielleicht mal drauf gucken sollen. Wollt ihr mich jetzt verkackeiern? 98 Mal schickst du den Typen jetzt zum Arzt? Arbeit ist meine Leidenschaft. Nichts passiert? Leckt mir die Füße, ehrlich. So, wie sieht es hier bei euch aus?
Ja, die sammeln sich noch einen Wolf. Die sind, glaube ich, noch gar nicht auf Arbeit. Ah doch, er ackert, dann müssten die anderen beiden ja auch dran. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Lassen wir sie nochmal einmal ein bisschen wühlen. So. Ist was? Du kaufst jetzt mal... Nehmen wir nochmal so ein Dicht mit, oder was? Ich glaube ja, ne? Können wir uns ja mal gönnen. Wenn die Olle jetzt nicht mehr hierbei ist, ne? Okay, hier arbeitet sie also. Oder auch nicht. Carla Walinski. Sieht jetzt gerade nicht so aus, als wenn die hier wäre. Ist sie gerade auf Shoppingtour oder was? Ach Quatsch. Wo soll die denn hier sein, bitte? Ach da, guck mal. Ja, ist schick. Dann machen wir doch mal so. Ja, Rufmord wollte ich jetzt nicht begehen. Das geht schnell. So. Ja, Himmel, Herrgott, nochmal. Die hatte aber auch eilig. Ja. Hat er immer noch Bock, was vorzulesen? Ja. Bringt das jetzt gerade überhaupt was oder muss ich erst auf Werben klicken? Okay, ich glaube, das bringt überhaupt nichts, ne? Was? Keine Müdigkeit vorschützen. Okay, okay. Patrone, bla. Dann machen wir hier nochmal ein Kompliment, weil jetzt müsste auch diese Herzens-Blablabla-Geschichte kommen. Was rennt die denn weg? Hallo? Bleib stehen, holde Maid! Die Olle riecht mir auf. Wo ist die denn jetzt schon wieder hin? Ach, jetzt ist sie wieder nach Hause gegangen. Tolle Wurst. Dann warte ich jetzt auf die. Ich glaube, wir haben die beiden Gedichte quasi verschenkt. Weil wir hätten erst werben sollen. So, was haben wir hier? Aldermann-Wahl. Der Hansetag der Gildenältesten hat Rupert Sackner, Gildenmeister der Handwerker zu Killeping, für das Jahr 1414 zum Aldermann der Umgegend gewählt. Ruhm 13. Ruhm 13. Legt euch einen Liebhaber oder eine Liebhaberin zu, um einen zusätzlichen Verbündeten in der harten Welt des Mittelalters zu haben. Das war jetzt gerade voll mein Plan. So, jetzt könnt ihr nämlich hier mal... Du machst Schleifziegel und du hilfst mal bei den Vasen. So, jetzt mal eben gucken. Ja, Himmel, Herrgott, nochmal, dann klopf doch einfach an. Hier bin ich. Dann geh noch auf ans Werk. Gebäudenamen ändern, aufwerten. Nö. Okay. Dann gehen wir hier nochmal in eine Firma. Gut, so ein bisschen was geht auf jeden Fall weg. Wir machen Plus. Ernsthaft? Kann man das irgendwo einstellen? Ich will denen nicht dauernd Geld spenden. Wo sind wir denn hier? Bei Deutschland sucht den Superstar, oder was? In einem Kontor ist das vergünstigte Warenangebot erloschen. Ja, schön. Keine Cremetorten mehr. So, Hugo, jetzt guck mal hier, was deine Olle macht. Die hockt immer noch zu Hause rum. Oh, jetzt nicht mehr. Schön. Das geht schnell. Der Vorteil, sie hockt nicht mehr zu Hause. Ich glaube, jetzt ist sie gerade erstmal ein bisschen busy. Viele Leute da mal eben mit dem Eimer angerannt kommen. Was nun?
Rennt die jetzt immer noch draußen rum? Nein, die chillt natürlich in der abgebrannten Hütte rum. So. Geldbeutel, was macht der denn? Okay, den nehmen wir mal. Oh. Den nehmen wir mal ein für gleich. Kontor kauft mit. Rohstoffe an. So. Was kaufen die denn? 10 Kiefernholz. Ja, toll. Bringt mir echt viel. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wann Trularewski da wieder rauskommt. Bei mir wird gewissenhaft gearbeitet. Zwangsheirat. Nein, mache ich jetzt natürlich nicht. Und warum hat er immer noch hier so gut wie erledigt? Dann geh doch mal zum Arzt. Hast ja genug Zeit. Ist aber auch echt. 5-mal schickst du den dahin. Und was macht er? Lungert da in der Praxis rum, oder was? So. Da, guck mal da. Jetzt machen wir hier heile, heile. Ja, geht doch. Mein Gott. So, jetzt mal gucken hier. Trulla ist bestimmt immer noch zu Hause. Das geht mir doch gar nicht. Verlässt die irgendwann mal das Haus? Das ist bestimmt Gamerin. Merkwürdiges Volk hier. So. Produktion. Ein paar Vasen haben wir. Ton haben wir auch noch. Das Becher haben wir mal da rein. So. Und die schicken wir jetzt nach Fichtenhain. Ja, ich könnte jetzt die Eskorte dazu holen. Wo soll's hingehen? Oh, ganz schön gelb hier. Kein Weg ist mir zu weit. Wie haben die denn da im Einsatz? Was kann ich eigentlich noch bauen? Ich könnte jetzt mal eine Tischlerei bauen, eine Mine, Holzfällerhütte. Gebäudestufen. Voraussetzungen Handwerkerstufe 3. Gut. Sind wir nicht. Kann man irgendwo den Erfahrungsfortschritt oder sowas sehen, wann ich ein Level abbekomme? Dann haben wir den hier Packesel. Nee. Spielhilfe brauche ich nicht. Tiefer Schlaf. Seid ihr verletzt, so heilen eure Gebrechen deutlich schneller, wenn ihr schlaft. Ich weiß gar nicht, ob wann das relevant wird. Hinterlistiger Kämpfer? Nein. Mentor, Angestellte. Ne? Jede Stufe kumulativ 10% schneller Erfahrung sammeln. Okay, gebildet. Für jede Stufe in dieser Fähigkeit bekommt ihr 5% mehr Erfahrung. Motivationskünstler, jedes Mal, wenn ihr jetzt Angestellte antreiben, habe ich jetzt nicht vor. Also selber Erfahrung oder die Mitarbeitererfahrung? Ich will. Was ist denn hier bitte nicht in Ordnung? Ich weiß nicht, wie viel Geld habe ich jetzt schon an Obdachlose spendiert? 100, 200? Die suchen wieder Giftdolche. Ich hätte Giftdolche. Da kriegst du das kalte Kotzen. Was ist denn mit dem Typen nicht in Ordnung? Der haut ja die Kohle raus, als wenn er nichts wäre. Angestellten anheuern. Ich könnte sie quasi bei mir arbeiten lassen. Oh, sehr schön. Ja, irgendwie sind das so 14 Minuten vor, aber das ist ja auch okay. Wir machen Jahreszeit für Jahreszeit. Wir sehen uns in der nächsten Jahreszeit wieder. Schön. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Macht's gut.